Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2 Schönbau hier auf meinem Kanal Basen Steel. Und in der heutigen Folge befinden wir uns wieder auf der Leipzig-Karte. Um genauer zu sein, schließen wir an die letzte Folge Leipzig an. Und da haben wir ja Lindenau gebastelt, also den S-Bahnhof. Und angrenzend an den S-Bahnhof ist auf der gegenüberliegenden Seite der Bushof Lindenau, und um den geht es in der heutigen Folge, zumindest um den Ausbau des Geländes, was sich dort befindet. Und ja, als allererstes habe ich hier angefangen, erstmal die Oberleitungsmasten zu setzen, um eben diesen Streckenabschnitt dort erstmal fertigzustellen. Als ich dann, wie gesagt, die ersten Masten schon gesetzt hatte, ist mir dann aufgefallen, dass in dem Bereich jetzt hier sozusagen noch eine Brücke platziert ist, die dann eben den Karl-Heine-Kanal überspannt. Und damit dann im Nachhinein die Oberleitung nicht nochmal durch das Wegreißen der Gleise dort verändert wird, habe ich dann als erstes damit angefangen, um eben mir ungefähr anzuzeichnen, in welchem Bereich sich der Kanal dann befindet. Im späteren Verlauf des Videos baue ich da auch noch ein kleines bisschen den Radweg an dem Kanal aus, aber noch nicht so, dass man das irgendwie vorweisen könnte. Es ist eben nur angrenzend an das Bushofgelände, und ja, ich wollte es nur schon mal austesten, um zu gucken, inwiefern das dann möglich bzw. wie das dann halt auch aussieht. Und da hatte ich dann, wie gesagt, schon mal den Radweg dort so ein bisschen verlegt, aber es ist, wie gesagt, noch nicht final. Da wird auf jeden Fall noch einiges entstehen und da wird sich auch noch mal ein bisschen was ändern. Da hatte ich mir dann auch eine ganz coole Geschichte überlegt, wenn dann der Kanal vom Stadtzentrum in Richtung Leipziger Hafen fertig sein sollte irgendwann, werde ich dann wahrscheinlich die Fußwege, die ich jetzt dort gerade verlegt habe, man sieht es dort gerade unten am Wasser, werde ich dann nochmal abändern zu so unsichtbaren Straßen oder vielleicht auch so betonierten kleinen Ministraßen, die wirklich so schmal sind wie auch der Fußweg. Und dort könnte ich dann theoretisch mit einem Motorrad, ja, also in abgewandelter Form könnte man sich ja vorstellen, dass es vielleicht auch ein Fahrrad sein sollte oder könnte. Und da werde ich dann mal versuchen, ob das irgendwie möglich ist, dann mit diesem Motorrad dort eine Mitfahrt zu machen. Denn ich denke, wenn ich jetzt dort so einen Weg benutze, der nicht schneller als 30 km/h ausgewiesen ist, wird ja das Motorrad da auch nicht mehr als 30 km/h fahren. Und ich denke, das ist vielleicht noch eine relativ realistische Geschwindigkeit für ein Fahrrad. Vielleicht ist es in dem Fall auch ein E-Bike. Es geht ja im Endeffekt nur darum, dann dort am Kanal unten einmal lang zu fahren und sich das Ganze dann eben aus dieser Fahrradperspektive anzuschauen. So, kleine Besonderheit hier, die ich auch im letzten Video schon mal so ein bisschen angeteasert habe, ist die Schallschutzwand im Eigenbau. Denn im Original ist das eine gelbe Schallschutzwand, die hier leider im Spiel nicht verfügbar ist. Na, da gibt es zwar graue, blaue, grüne und so weiter, aber eine gelbe ist dort nicht dabei. Und da musste ich so ein bisschen improvisieren und habe dann einfach mit diesen verschiedenen Elementen, ich weiß gar nicht, von wem die Mod ist, aber das ist auf jeden Fall auch eine richtig grandiose Sache, habe ich dann dort einfach das Ganze so ein bisschen im Eigenbau eben angelegt. Wer die Mühlau-Folge gesehen hat, hat dann auch schon hier diese Fundamentsetzung für die Oberleitungsmasten auch schon mal im vorhergehenden Video gesehen. Das habe ich dann hier einfach auch nochmal übernommen, da ich dann, glaube ich, sogar am nächsten Tag hier weiter gebastelt hatte. Da habe ich dann auch gleich die Fundamente, die so ein bisschen auf dem Damm erhöht stehen, einfach dort nochmal mit so einem zusätzlichen Sicherungsfundament bestückt, und das sieht dann insgesamt eben auch gut aus und kann sich dann so sehen lassen. Ja, dann ging es eigentlich schon zum eigentlichen Thema über. Das ist, wie gesagt, hier das Bushofgelände. Das schließt diese ganze mit Beton texturierte Fläche, grenzt es ein. Ich habe dann erstmal hier im oberen Bereich oder im vorderen Bereich die Haltestelle angelegt. Das ist ja für einen Bus wie eine Endhaltestelle, würde ich jetzt mal fast sagen, beziehungsweise halt, ja, das liegt auf dem Werksgelände. Also, oder beziehungsweise grenzt ans Werksgelände dort mit an.
Das sind von Google aus gesehen, von Google Maps aus gesehen, drei Bahnsteige, sagt man nicht, Bussteige, Zugangsplattformen, wie man das auch nennen mag. Und das habe ich dann hier eben mit dieser Mod versucht, so ein Stück weit nachzubasteln. Und ja, also das Ergebnis ist zufriedenstellend, allerdings ist es halt nicht detailgetreu, beziehungsweise originalgetreu, wollte ich eigentlich sagen. Aber ich denke, es erfüllt seinen Zweck und man kann sich dann ungefähr auch vorstellen, inwieweit das dort dann eben aussieht. Aber ich finde, das ist ganz okay. Das, was mich da halt so ein bisschen dann im Nachhinein gestört hat, ist einfach die Aufteilung vom Platz an sich von dem Gelände. Das haut da halt eben nicht ganz hin, aber es lässt sich natürlich auch schwierig umsetzen, da man ja nicht die Originalgebäude hat, die dort stehen, und dann immer wieder so ein bisschen versucht oder versuchen muss, das Ganze dann eben dort so ein bisschen in abgewandelter Form eben darzustellen. So wie auch hier diese große Werkshalle. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Waschanlage ist. Mir hatte auch jemand mal in den Kommentaren in den letzten geschrieben, dass dort sich eine Reparaturwerkstatt, also eine Instandhaltungshalle und eine Waschanlage befindet. Welches Gebäude nun was ist, kann ich nicht genau sagen. Ich kenne mich da nicht aus. Ich habe da auch nicht nochmal recherchiert. Ich habe dann eben nur über Google Maps geguckt, was für Gebäude stehen dort, so in etwa von oben sozusagen gesehen. Und habe dann einfach auch so ein Stück weit Freestyle das Ganze eben hier zusammengeschustert, so dass es eben ansatzweise eben die Optik besitzt, wie es halt im Original ist. Ich habe dann auch in dieser Halle so ein paar Strecken verlegt, um dann dort einfach auch so ein bisschen Verkehr mit auf das Vereinsgelände, wollte ich jetzt gerade sagen, auf das Werksgelände zu bringen. Um dann eben später dort auch nochmal so ein bisschen Busverkehr zu haben, die dann eben zwischen der Abstellung und der Waschanlage hin und her pendeln können. Für die Abstellung habe ich dann einfach hier diese Parkplatzmarkierung genommen, habe drei Stück nebeneinander gemacht, habe die mittleren wieder rausgerissen und so entsteht dort so eine kleine Lane, wo dann eben die Busse abgestellt werden können. Das angrenzende Areal habe ich dann mit so einem Bauzaun umzäunt, denn aktuell befindet sich dort eben eine große Baustelle, die dort eine große Halle bauen, um dann dort eine Ladestation für Elektrobusse zu platzieren. Soweit ich weiß, das kam auch in den Kommentaren, ein sachdienlicher Hinweis sozusagen. Und ja, da habe ich dann hier so ein bisschen das Baustellen-Feeling mit aufgegriffen, denn ich fand beide Thematiken ziemlich cool und es fügt sich da auch so ein. Ob das jetzt im Original auch so war, dass die Busse parallel noch dazu abgestellt wurden und die Halle da im nebenan eben gebastelt wurde, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Ich denke, dass das Gesamt irgendwie auch so ein bisschen verlagert wurde. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, einfach mal so Hälfte-Hälfte gemacht und die Baustelle beinhaltet jetzt den ersten Teil der Halle und wenn die dann fertig ist, werden dann die parkenden Busse auch noch wegrationalisiert, die Parkplätze zumindest, um dann eben dort den zweiten Teil der Stahlkonstruktion mit anzupassen. Aber ich wollte hier auf meiner Karte einfach so ein von beiden Sachen ein bisschen auf die Karte bringen. Dann habe ich hier einfach so ein Stellwerk abgewandelt, um dann eben hier so ein bisschen das Büro-Office Zentrale darzustellen, die sich dort eben befindet. Ich weiß nicht genau, das ist halt auch eher so ein etwas altertümliches Haus, was man so von Google zumindest sieht. Habe ich jetzt nicht direkt was Passendes gefunden, deswegen habe ich mich dann für das entschieden und finde das eigentlich ganz cool. Dann habe ich hier vom guten Ingo aus der Hotelmod die Wärterhäuschen mit Schranke platziert, um das Ganze dann eben dort auch vernünftig abzusichern, dass dort nicht unbefugte Personen das Gelände betreten können. Das Ganze dann hier auch nochmal so ein bisschen abgezäunt mit der Zaunsmod. Das lässt sich da natürlich auch immer sehr gut darstellen. Zum einen mit der Stacheldrahtzaun und dem normalen Maschendraht. So, dann haben wir eigentlich auch schon so ein bisschen diese Grundstruktur geschaffen. Es fehlen da im Endeffekt dann auch noch zwei, drei Gebäude, die kommen dann gleich im Anschluss hier mit dazu. Davor habe ich dann erstmal hier versucht, über diese Asset Vehicle Asset Builder Mod die Leipzig-Busse zu finden in der Leipzig-Lackierung. Es ist mir nicht so ganz gelungen. Habe dann mich dafür entschieden, nachdem ich alles einmal durchgescrollt habe, die
passenden Busse zu benutzen, aber in einer anderen Lackierung. Und ich werde dann mal schauen. Ich hatte schon mal mit dem guten Weisi gesprochen bzw. geschrieben. Der hat zwar jetzt gerade schon viel um die Ohren, aber er wollte mir trotzdem irgendwie die Busse da auch nochmal als Repaint zur Verfügung stellen. Ich hatte ja auch damals schon mal so ein Repaint für die Straßenbahn mit der Halle-Lackierung in die Leipzig-Lackierung umgewandelt. Ich muss mal gucken, ob ich das mit den Bussen vielleicht auch hinbekomme. Und ansonsten warte ich einfach darauf, dass mir der gute Weisi die sozusagen erstellt. Und bis dahin bleiben die dann einfach auch hier in dieser blauen Lackierung auf dem Bushof stehen. Es stört mich ja jetzt nicht direkt, dass dort eben eine falsche oder andere Lackierung jetzt gerade noch aktuell da drauf ist. Das ist, wie gesagt, alles ein Detail, was man dann auch im Nachhinein eben noch hinzufügen kann. So, dann wird hier oben die Bahnstrecke nochmal abgesichert mit einem Zaun, dass wenn dort die Arbeiter an den Oberleitungsmasten irgendwas basteln müssen, dort auch gesichert sind und nicht dort den Damm dort runterfallen. Das wäre ja natürlich nicht so gut. Und dann kommen hier, wie gesagt, die angrenzenden Gebäude, sondern auch nochmal so Werkhallen, die ich dann hier eben mir so ein bisschen zusammengeschustert habe. Das ist jetzt so eine Güterabfertigung, die habe ich dann einfach mit der Laderampe sozusagen gedreht, dass man die dann eben innen nicht sieht. Und bei dem anderen kleineren Gebäude habe ich das Ganze dann eben einfach so weit versenkt, dass diese Güterabfertigungsrampe eben einfach nicht sichtbar ist. Und dann lässt sich damit auch richtig gut so ein paar ältere Werkstattgebäude, Hallen eben auch sehr gut darstellen. Dann bekommt hier das ganze Areal auch noch einen Parkplatz für die Angestellten, die dann eben dort ihre Busse übernehmen, wahrscheinlich Fahrer und Management oder das Orga-Team, die dann eben dort den Fahrplan organisieren und so weiter. Und ja, dann hier noch so ein paar Dienstfahrzeuge der LVB. Muss ich mal gucken, ob ich dort vielleicht auch ganz simpel und einfach mir dort noch so eine zusätzliche Lackierung machen kann mit so einem großen gelben L drauf. Die haben ja jetzt diese Leipziger Zeichen auf den Fahrzeugen und das wäre ja eigentlich eine relativ einfache Sache und mit einem guten Effekt. Muss ich mal sehen, wie es die Zeit zulässt. Aktuell sieht es natürlich ziemlich eng aus. Die Zeit ist immer begrenzt. Muss ich mal gucken, inwieweit ich das schaffe. Ja, weil denn es soll ja auch das Vanilla-Gameplay soll ja dann nächste Woche auch noch weitergehen. Ich denke, Montag und Mittwoch wird eine Folge erscheinen. Und dann wie gewohnt Freitag und Sonntag Mühlau und Leipzig. Und so ist der Sendeplan erstmal doch relativ gut und abgedeckt für die ganze Woche. Ich hoffe, das macht euch auch ein bisschen Spaß. Das Vanilla-Gameplay kam ja relativ gut an. Werde ich dann auch in nächster Zeit noch weitermachen. So, zurück zum Thema hier. Sie haben es ja gerade gesehen. Jetzt sind wir hier schon so vornehm, dass ich euch sieze. Dass ich mir hier gerade den Kanal eingezogen habe. Das ist sozusagen die Grundstruktur und Grundfluss Richtung Hafen Leipzig. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein richtig cooles Thema. Wie gesagt, da freue ich mich auch richtig drauf. Deswegen hatte ich dann, wie gesagt, diese Idee mit dem Motorrad, das dann hier unten einmal lang düst. Da muss ich dann später mal noch den Fußweg eben abändern, dass dort Fahrzeuge verkehren können, beziehungsweise ich lasse dort nur ein Motorrad dann fahren, einmal für eine Führerstandsmitfahrt sozusagen am Kanal lang. Da freue ich mich schon richtig drauf, wenn das dann einmal fertig ist, dass wir dann vom Stadtzentrum vielleicht auch noch so ein bisschen durchs Rosental oder so irgendwie was, da muss ich mir mal gucken, wie ich das machen kann, wie die Linie dann dort auch verläuft und dann fahren wir dort unten am Kanal lang und kommen dann im Endeffekt Richtung Hafen raus und da geht es dann weiter, vielleicht mit dem Bus oder der Bahn oder irgendwie sowas, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Und wenn ich dann den Weg, wie gesagt, auf 30 km/h trimme, ist es ja auch sogar relativ realistisch, dass dann dort unten eben, wie gesagt, ein Fahrrad entlang fahren kann. Ja, zwischen dem Kanal und dem Bushof ist dann dort auch nochmal wie so ein Industriegebiet oder Gebäude zumindest. Ich glaube, das ist aktuell irgendwie so eine Art Kunstgalerie, Schuppen, Fabrik. Was da genau drin ist, weiß ich nicht. Ich habe dann auch hier in den Mods erstmal versucht, irgendwie was Passendes zu finden.
Das hat auch eine Weile gedauert, da war wirklich nicht so das Richtige dabei, was ich mir da vorstelle. Ich hatte dann erstmal das hier mit diesem Warngebäude mit den Vanilla-Gebäuden dort versucht, das darzustellen. Es hat mir dann nicht so ganz getaugt. Deswegen habe ich da dann auch nochmal ein bisschen was abgeändert. Das ist, wie gesagt, nicht so cool gewesen. Und ja, so an Industriegebäuden, Hallen und Werkhallen fehlt es auch noch so ein bisschen. Gerade so diese typischen europäischen oder ostdeutsche Industrieanlagen, das fehlt einfach nochmal so ein bisschen irgendwie. Also das sind ja immer so die typischen Klinkersteinbauten. Und da gibt es wirklich relativ wenige hier im Spiel. Was ganz cool ist und was sich da auch immer in diese alten Industrieanlagen gut einfinden lässt, sind die Mods vom guten Ingo. Der hat da diese Garagenhöfe, alte Industrie, Werkhallen und so weiter gemoddet. Also das ist wirklich ein Riesenpaket. Das sind dann hier auch so teilweise so kleinere Gebäude, die man da sehr gut dafür verwenden kann. Also richtige große Hallen, Industriehallen gibt es hier im Spiel leider nicht so richtig. Also falls das ein Modder sieht, der sehr ambitioniert ist, der würde ich mich sehr drüber freuen, wenn so in die Richtung Industriegebäude, Hallen irgendwie nochmal ein paar Sachen dazukommen würden. Aber wie gesagt, man kann dann natürlich auch die vorhandenen Gebäude einfach so ein bisschen übereinander platzieren und stapeln und dann bekommt man dort auch die Höhe, die man sich dort vielleicht auch erhofft, beziehungsweise das Gebäude, wie man es ungefähr braucht. Ne? Also richtig Realnachbau wird natürlich nicht möglich sein, da man sonst bei sowas dann jedes Gebäude einzeln platzieren und modden müsste. Und das macht ja keinen Sinn. Also da braucht man dann schon erstmal 10 Jahre, um dann die Gebäude so in dem Stil zu basteln, wie man es ungefähr braucht. Und dann kommt ja noch das eigentliche Bauen hinzu von der Karte. Also das ist natürlich dann auch etwas zu viel verlangt. Und deswegen gibt es dann hier immer nur so eine alternative Variante. Auch dieses Gebäude ist eigentlich so ein Halbflachdach. Gibt es bestimmt sicherlich auch als Mod, habe ich jetzt aber auf die Schnelle dann nicht gefunden, habe dann auch nicht noch lange danach gesucht, weil ich ja auch trotzdem irgendwie die Bereiche relativ schnell füllen möchte, um dann eben auch schneller voranzukommen und das Ganze hier so ein bisschen voranzutreiben, denn ich glaube, nee, es ist noch kein ganzes Jahr hier an der Karte, aber ich bastel jetzt schon fast ein Jahr an Leipzig. Das ist schon ganz schön verrückt. Ich denke, wenn das Jahr voll ist, mache ich mal einen Livestream und in dem Livestream versuche ich dann mal diese Signalgeschichte irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ich habe dort so ein bisschen Unterstützung auch, da haben sich schon 2, 3 Leute bereit erklärt, mir dann da auch zu helfen. Das würde ich dann, wie gesagt, einmal in einem Livestream abhandeln, um dann eben das Ganze dort so ein bisschen auf Vordermann zu bringen, was die Signalsetzung angeht. Da habe ich dann auch mir schon die Signalmod geladen und installiert. Und da warte ich dann einfach nur noch drauf, dass dort mal ein Profi mir dabei hilft, das Ganze dann eben dort zu platzieren. So, dann habe ich hier noch so ein bisschen den Damm weiter gebaut und gezogen, dass es dann so in Richtung Plagwitz geht. Das wird dann auch, denke ich mal, in den nächsten Folgen die nächste Baustelle werden, um die es sich handelt. Es ist natürlich so, dass im Bereich Lindenau, S-Bahn-Haltestelle in Lindenau, fehlen auch noch so ein paar Details. Gerade so auf der anderen Seite, die ich jetzt noch gar nicht gebastelt hatte. Da kommt dann so eine Art Gartenanlage noch dazu und da ist auch noch wie so eine Sportplatz, ein großer Sportplatz ist da noch mit um die Ecke. Und das sind dann so Geschichten, die ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mache. Aber darauf dann die Folge wird dann wahrscheinlich schon Plagwitz gebaut. Und da kann man dann auch endlich die ganzen zusätzlichen Linien, die dann dort eben auch nochmal vom Hauptbahnhof bis Plagwitz fahren, verkehren lassen und da kommt dann auch noch mal so ein bisschen Abwechslung auf die Strecke, ein paar andere Zuggarnituren und solche Geschichten. Habe ich mir dann hier auch direkt mal ein Dosto geschnappt, nachdem ich den Bereich fertig gebastelt hatte und habe dann hier mal so eine Halbführerstandsmitfahrt gemacht. Ich finde, das ist auch immer eine ziemlich coole Perspektive, dass man den Zug so im Ganzen sieht und trotzdem auch noch viel vom Gelände drumherum und das sind auf jeden Fall schon Bilder, wie ich sie mir in etwa vorstelle.
Die rot-weißen Baumarkierungen, die jetzt dort im Bereich Bushof platziert sind, sind sozusagen für die Busfahrer, damit dann dort der Verkehr und die Bereitstellung der Busse trotzdem gewährleistet werden kann, auch wenn die Baustelle dort eben auf dem Gelände vorangeht, ja, damit die dann sozusagen trotzdem abgesichert in die Abstellung reinfahren können. Da habe ich dann so rot-weiße Baumarkierungen platziert, um das Ganze dort eben auch nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, dass das nicht die normale Abstellung ist, sondern die abgesicherte Abstellung für den Bau der großen Elektroladehalle. So, jetzt mal hier noch so ein paar Perspektiven vom Gelände an sich. Ich finde, das ist auf jeden Fall schon ganz annehmbar, also das kann man auf jeden Fall so machen. Ich habe hier, wie gesagt, auch so ein bisschen Platz zwischen den Haltestellen und den Hallen gehabt, da ich dann hier einfach auch nochmal so ein paar Busse platziert, die dort eben abgeparkt sind. Es ist, wie gesagt, nicht ganz wie im Original geworden, aber so im Groben und Ganzen kann man es schon wiedererkennen, sage ich mal. Also vielleicht der ein oder andere, der es kennt, wird dann wahrscheinlich sagen, ja, das Gebäude kenne ich. Und bei anderen Sachen wird er dann vielleicht lachen und sagen, ja, nee, so ist es eigentlich dann doch nicht. Und ja, aber so die Perspektiven hier so über die Baustelle mit den Bussen dort, wenn die dann noch die richtige Lackierung haben, denke ich, sieht das schon richtig gut aus. Als ich das dann hier abgefilmt habe, sieht man auch im Hintergrund jetzt gerade das Stadion. Ja, also das ist eine coole Optik hier von der Seite. Und jetzt taucht auch gleich das Messehaus, also hier der Uni-Riese taucht da auf und das sind schon richtig coole Aufnahmen auf jeden Fall. Ja, dann sind wir auch schon so gut wie am Ende des Videos. Hier sieht man auch, die Performance lässt ein bisschen zu wünschen übrig an einigen Stellen. Dann läuft es dann doch wieder mal ein bisschen flüssiger. Also woran das liegt, keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall munter weiter basteln. Und ja. Ach so, ja, es ist noch nicht ganz final zu Ende. Ich habe nämlich dann, wie gesagt, schon vorhin angekündigt, so eine Busrangierlinie hier übers Gelände angelegt. Und damit drehen wir jetzt hier nochmal eine Runde um die Baustelle drumherum. Danach kommen dann nochmal so zwei, drei kurze Sequenzen, wie die Busse dann auch wieder in die Halle reinfahren. Und ich finde, das bringt einfach so ein bisschen Bewegung hier aufs Gelände. Und ja, das ist immer nochmal so ein bisschen eine Aufwertung an sich von dem Bastelbereich, um das Ganze dann eben dort auch nochmal so ein bisschen mit Leben zu füllen. Und das bietet sich dann gerade hier auf so einem Bushof direkt an. Fahren wir hier schön an der Baustelle vorbei. Natürlich immer mit Sicherheitsabstand. An dem einen Bus wird es jetzt hier natürlich gleich ein bisschen knapp werden. Aber das stört uns ja nicht weiter, denn der Busfahrer ist Profi, der kriegt das auch in einer Millimeterarbeit an dem Bus vorbeigezogen. Ich habe den dann, glaube ich, auch wieder entfernt und von der Stelle dort abgezogen, damit es dann eben nicht ganz so knapp ausschaut. Und dann passt das, denke ich, soweit doch ganz gut wieder. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende des Videos. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war interessant. Wenn ihr Fragen, Kommentare, wie auch immer, dann schreibt mir gerne Discord oder hier in die Kommentarfunktion. Überall bin ich verfügbar. Ich lese auch alles durch, antworte meistens auch. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönes restliche Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Montag, morgen geht es direkt weiter. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ahoi!